Nein, 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 wir sind schon in Ägypten. Sharm el-Sheikh. Ja, und dann geht's durch den Suezkanal. Morning. Du, Liebes, ich wollte dich noch fragen, ob... Hallo? Hallo? Meine Frau, ich drehe gerade in Rio de Janeiro eine Dokumentation auf den Spuren des Sambas. Natürlich muss ich da zu den sozialen Brennpunkten und in die Slums und da wird die Luft schon mal recht bleihaltig. Ganz schön mutig. Ja, sie schreckt vor nichts zurück. Sie hat es sogar fertiggebracht, mich zu heiraten. Ich glaube, das wäre nichts für mich, eine Ehe auf Distanz. Stell dir vor, da kommt so ein knackiger Brasilianer angetanzt. Och du, ich bin immer bestens informiert. Der Kameramann ist mein Detektiv. Echt? Du bist einzigartig. Oh, danke. In jeder Beziehung. Entschuldigst du mich bitte für einen Moment? Ich muss mir was anderes anziehen. Hm? Ist alles in Ordnung? Aber ja. Es ist schlimmer geworden. Vor dem Konzert waren sie eine Weile wie taub. Und im Schlusssatz dann wieder dieses Kribbeln. Das hat keiner bemerkt. Doch. Der Kritiker von der Süddeutschen. Er ist vor der Zugabe gegangen. Ach, vielleicht ist es nur Stress. Nervosität. Ich weiß, du hältst mich für einen Hypochonder. Trotzdem. Multiple Sklerose? Also nun mal nicht gleich den Teufel an die Wand. Das könnte jeder andere sagen. Du bist Arzt. Die Symptome sind doch eindeutig. Auch in der Medizin ist nicht alles eindeutig. Aber wir machen morgen eine Liquorpunktion. Eine Nervenwasseruntersuchung. Und wann hast du das Ergebnis? Du, das geht nicht so schnell. Aber ich rufe dich natürlich sofort an. George, wir möchten noch etwas unternehmen. Du kommst doch mit, oder? Aber ja, gibst du mir noch einen Moment? Ja, klar. Bis gleich. Tja, man müsste noch mal 20 sein. Ich hätte schon eher mit dir reden sollen. Bevor das hier losging. Jetzt muss ich mit dir reden. Mit das Alter. Sie mich an und Sie Silvia. Ich habe es immer wieder hinausgezögert. War ja auch wunderbar. Schon ganz schön egoistisch von mir. Welcher Künstler ist nicht egoistisch? Ich fürchte, das ist der Anfang vom Ende. Also nur mal langsam, nicht? Bis dann vergeht noch einige Zeit. Mein Stern ist eindeutig im Sinken, glaub mir. George, trag doch nicht immer gleich so wieder auf. Ich spüre es. George, was ist denn? Wir wollen los. Oh ja, gleich gibst du mir noch einen Moment. Ja. Ich warte dann draußen, ja? Ja, komm. Das kann noch eine anstrengende Nacht werden. Früher war das alles kein Problem. Weißt du noch, wie wir damals nach meinem Physikum die ganze Nacht durchgemacht haben? Und dann sind wir am nächsten Morgen nonstop mit einem alten Käfer nach Paris gefahren. Top! Dir scheint es aber auch nicht besonders gut zu gehen, mein Lieber. Hast du Alzheimer? Wieso? Es war Rom und nicht Paris und es war kein Volkswagen, sondern ein Deux-Chevaux. Ist auch egal. Das ist die Idee, du verreist. Du hast doch da unten das Engagement in Alexandria. Fahr hin. Und mach vorher noch etwas Urlaub.
Das wird dir gut tun. Und es gibt zwei Menschen, die mich da begleiten sollten. Das ist etwas, was ich schon längst hätte in Ordnung bringen müssen. Doch nicht. Etwa Vera und Ruth. Hm? Neue Passagierliste? Mhm. Wir kriegen einen Promi an Bord. Georg Kaspari. Der Pianist? Hey, du bist ja richtig kulturell gebildet. Hör mal, Kaspari. Der Kaspari. Kerstin, Lisa, was machst du denn hier? Hat dir schon wieder jemand die Reise spendiert? Na, keiner. Hat euch die Grußdirektorin das noch nicht erzählt? Nee. Ich habe mich beworben und arbeite jetzt. Als was, als Galionsfigur? Haha. Grüß dich, ich bin der Martin vom Sportsteam. Ich bin die Lisa, hallo. Herzlich willkommen. Danke. Wo ist das Personal untergebracht? Ich bring dich hin. Komm. Bis später. Willkommen an Bord, Herr Kaspari. Ich bin Bernd Jensen, der Kapitän. Danke. Das ist Marlene Bobmann, unsere Großdirektorin. Ich freue mich sehr. Es ist eine große Ehre, dass Sie bei uns an Bord sind. Danke. Aber mir wäre es ganz recht, wenn man auf dem Schiff nicht zu viel Aufhebung mache. Entschuldigung, wo geht's denn hier zur Personalabteilung? Oh, sorry. Sehr schlimm? Natürlich ist es schlimm. Ich sollte nämlich eigentlich Klavier spielen. Dann bist du unser neuer Pianist? Ja, so ungefähr. Dann sind wir Kollegen. Ich bin die Lisa. Ja, hallo. Florian. Geht schon wieder. Na, Gott sei Dank. Sagen Sie, ist Frau Lindau schon eingetroffen? Frau Dr. Vera Lindau. Frau Dr. Vera Lindau 508, nee, noch nicht da. Bitte geben Sie mir doch gleich Bescheid, wenn sie kommt. Und Frau Ruth Bach, ist sie da? Ruth Bach, die 504, auch noch nicht eingetroffen. Mhm. Gut, hören Sie, Frau Dr. Lindau ist Ärztin und das ist natürlich noch kein Problem. Und Frau Ruth Bach ist Leiterin einer Konzertagentur, was natürlich auch kein Problem ist. Natürlich, aber? Aber die eine Dame wohnt in München, die andere in Hamburg, hunderte von Kilometern auseinander. So weit kriegen wir sie hier natürlich nicht auseinander. Ich sehe, Sie haben mich verstanden. Ein plötzliches Aufeinandertreffen würde die beiden Damen überfordern. Verstehen Sie was von Musik? Etwas. Also gut. Nicht presto, langsamer, behutsamer. Mehr so moderato cantabile. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Andante. Ich werde sehen, was ich machen kann. Ihre Kabine. Willkommen an Bord. Sie sind Frau... Lindau. Vera Lindau. Hallo. Und Sie sind der Kapitän Bernd Jensen. Ja. Also, das kommt nicht oft vor, dass die Gäste meinen Namen wissen. Ich informiere mich immer gern, in wessen Hände ich mein Schicksal lege. Ach, das ist mein Papagei, dem gehört denn der? Das ist mein bestes Stück. Was hat man Ihnen denn erzählt? Als Ärztin bin ich an die Schweigepflicht gebunden. Nur Gutes, nur Gutes. Vera? George. Mein Gott, George, weißt du noch, wann wir uns das letzte Mal gesehen haben? Ich weiß, ich weiß. Ich hab dich vernachlässigt. Das hast du sehr diplomatisch ausgedrückt. Ich verzeih dir. Aber nur, wenn du dich ab sofort besserst. Hoch und heilig. Na, wie findest du's?
Das ist wunderbar. Das ist einfach wunderbar. Ich war noch nie auf so einem großen Segelschiff. Oh, you must be Mr. Yusuf Arazi. I am indeed. Welcome on board. You speak excellent English. I, on the other hand, can also speak Deutsch. Ich habe nämlich einige Zeit in Heidelberg verbracht. Oh, as you like it. Sehr gerne. Eine schöne deutsche Stadt mit wunderschönen Frauen. Wie ich sehe, gibt es auch hier wundervolle Frauen. Sehr charmant. Sie haben die eigene Suite gebucht. Und falls Sie irgendwelche Probleme haben sollten, können Sie sich jederzeit an mich wenden. Ich bin Marlene. Nur Marlene? An Bord genügt das. Dann genügt auch Yusuf. Ganz einfach. Yusuf. Ja. Und das ist meine Kabine. Auch schön, oder? Ja, sehr. Vielleicht ein bisschen eng. Ja, Vera, wir sind hier nicht im Ritz. Das ist ein Segelschiff. Ach ja? Erinnerst du dich noch? Damals zum ersten Mal auf dem Wannsee? Hier, so eine kleine Jolle. Habe ich extra für dich festgehalten. Ach, das ist ja toll. Das hast du da drauf gebeamt? Mhm. Hm. Ja, da konnte es dir gar nicht eng genug sein. Am Abend, beim Sonnenuntergang. Ja, und dann kamen die Mücken. Und du musstest mich unbedingt mit Mückencreme einreiben. Vera, das ist der Augenblick der Wahrheit. Ich muss dir ein Geständnis machen. Nein. Es war gar keine Mückencreme, es war eine einfache Handcreme. Denkst du, das habe ich nicht gewusst? Ja, was hat geholfen? Ja, Entschuldigung, Herr Kaspari, da ist ein Anruf für Sie auf der Brücke. Ah ja, Entschuldigung, ich bitte, bin gleich wieder da. Hier, bitte. Das ist toll. Für Sie. Danke. Kaspari? Gut? Wo bist du? Warst du noch in Hamburg? Das Schiff legt gleich ab. Ich weiß, das ist eine entzückende Idee von dir, richtig süß, aber ich kann nicht. Hier ist die Hölle los. Wir haben die Nacht der italienischen Oper. Ich sag, der Stress hoch drei. Der eine Tenor kann nicht wegen Hochzeit, der andere kann nicht wegen Scheidung und der dritte bekommt ein Kind. Und die Frau hat einen Nervenzusammenbruch und befindet sich in der Klapsmühle. Und dort werde ich auch bald landen, es sei denn, ich bekomme die Zusage von... Ja, gut, um Gottes Willen, du halt doch mal die Luft an. Ich habe doch alles für dich gebucht. Den Flug, das Schiff, die Ausflüge, alles. Es ist so wichtig für mich, ich brauche dich. Einer der Supertenöre befindet sich gerade in Florida und ich habe seit 20 Stunden nichts mehr von ihm gehört. Man hat seit 20 Stunden von ganz Florida nichts mehr gehört. Vielleicht ist das ja schon verschwunden, wie er klagt ist. Du, aber ich schaff das schon. Ich nehme einfach den nächsten Flieger nach Kairo und komm dann in Suez an Bord. Ja, jetzt bekomme ich gerade ein anderes Gespräch auf der anderen Leitung. Sei mir nicht böse. Ciao, ciao, ciao. Sind jetzt endlich alle an Bord? Ja, alle. Bis auf einen Kwiatkowski heißt der. Aber der hat Pech gehabt. Wir können nicht warten. Der Lotse ist schon an Bord. Kwiatkowski? Axel Kwiatkowski. Das gibt's doch gar nicht. Ja, wie? Kennst du den? Na, und ob ich den kenne? Der ist Kfz-Meister. Der betreut meinen Oldtimer. Oh. Und das macht er ganz hervorragend. Der Mann hat magische Hände. Da bin ich aber gespannt. Kwiatkowski, ausgerechnet. Wenn wir den zurücklassen, dann könnte sich das negativ auf die nächste Inspektion auswirken. Also den musst du unbedingt bevorzugt behandeln. Und wie weit muss ich gehen? Hallo, Kwiatkowski! Schön, dass Sie es noch geschafft haben. Mein Gott, das war knapp, was? Alles perfekt. Herzlich willkommen. Danke. Danke. Das war knapp, was? Ja, see you later. Okay. Hi. Hallo, herzlich willkommen. Springen Sie gleich zu Ihrer Kabine. Ja.
Leinen los und Segel gesetzt, Kapitän. Da bin ich. Mensch, Kwiatkowski. Warum haben Sie mir in Berlin nicht erzählt, dass Sie mitfahren? Naja, sollte eine Überraschung werden, Kapitän. Ah, das ist Ihnen auch gelungen. Was macht mein Wagen? Na, läuft wie eine Eins. Na, wunderbar. Und schnurrt wie ein Kätzchen. Mhm. Übrigens, Kapitän, vielen Dank, dass Sie auf mich gewartet haben. Ich bin das Opfer eines übereifrigen Taxifahrers geworden. Kein Problem, Herr Kwiatkowski. Auf so wichtige Gäste wie Sie warten wir doch gerne. Tatsächlich? Das geht mir runter wie Öl. Marlene Krobmann, unsere Grußdirektorin. Aber hier an Bord genügt Marlene. Dann bin ich für Sie, für dich, ab jetzt an Bord der Achse. Ach, Kapitän, ich habe ein kleines Geschenk für Sie. Für mich? Ja. Mhm. Ah! Rolls-Royce, Continental, Baujahr 1913. 90 wurden gebaut, 2 gibt's noch. Einer davon gehört mir. Ja. Und ich muss jetzt gehen. Und jetzt ist er komplett, Kapitän. Mensch, Kwiatkowski. Wo haben Sie denn die hier? Ja. Das hier ist Karin, meine Frau. Besser gesagt, das war sie. Sie hat sich so auf diese Reise gefreut. Ägypten. Sie konnte die Pyramiden runterbeten, von vorne bis hinten. Das war ihr Hobby. Cheops, Inachton, Ramses und dann diese eine ganz berühmte, wie hieß die noch gleich? Nosferatu. Nofretete. Natürlich, Nofretete. Das war der große Traum von ihr, diese Reise. Aber immer kam irgendwas dazwischen. Und dann sagt sie irgendwann mal zu mir, wenn mir mal was passieren sollte, also ihr, der Karin, dann musst du allein zur Sphinx fahren und ihr den Sand holen. Den Sand von der Sphinx, um ihn mir aufs Grab zu streuen. Aufs Grab? Ja. Ganz schön makaber, was? Ich habe zu ihr gesagt, sie soll nicht so einen Unsinn reden, was soll denn das? Und dann, eines Tages, Kantstraße, Ecke Windscheid, das Kleintransporter. Keine Chance. Es tut mir leid. Und hier, da muss der Sand dann rein, in dieses kleine Kästchen hier. George Caspari gesprochen habe, den habe ich nämlich neulich in einer Talkshow gesehen. Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass er bei uns an Bord ist. Nicht? Also ich hätte schwören können. Schade. Schade eigentlich. Ist das alles? Hast du keinen Appetit? Ich weiß auch nicht. Dabei sagt man doch, Seeluft macht hungrig. Dieser Blick von dir, das ist doch irgendwas. Du glaubst mal wieder, dass es mit dir zu Ende geht. Bin ich wirklich ein Hypochonder? Du? Du bist doch der Sohn des Erfinders. Vera, ich muss dir etwas sagen. Wenn wir in Suez sind, dann... Aber lass uns vorher noch einmal anstoßen. Auf eine gute Reise. Oh, Entschuldigung. Nein, also sowas. Ungeschickt, da geht's. Ja, wir hätten Weißwein bestellen sollen. Kein Problem. Das mache ich gleich. Danke. Lisa, kommst bitte. Ja. Ich gehe mich umziehen. Ja, bis nachher. Ach, irgendwie läuft alles schief. Was soll ich nur machen? Da kann ich Ihnen wohl schlecht raten, dazu weiß ich zu wenig. Also, mit Frau Dr. Lindau und mit Frau Bach, also ich war mit beiden verheiratet. Und ich muss unbedingt etwas wieder in Ordnung bringen, aber jetzt, Frau Bach kommt womöglich überhaupt nicht. Und wie stehen die beiden zueinander? Sie hassen sich. Oh. Zufrieden? Mein Glück wäre vollkommen, wenn ich Sie an meinen Tisch bitten dürfte, um dieses kulinarische Erlebnis mit mir zu teilen. Es geht leider nicht. Ich habe noch zu tun. Ich weiß, die Deutschen und der ewige Kampf zwischen Pflicht und Neigung. Lassen Sie sich gehen. Ich bitte Sie, schenken Sie mir nur eine Minute. Ich werde jede Sekunde wie eine Ewigkeit genießen. Für mich bleibt die Zeit aber leider nicht stehen. Und ich habe jetzt wirklich keine. Zeit ist wie der Sand in der Wüste, der durch unsere Hände rennt. Was wir nicht festhalten, verweht der Wind. Ich. Guten Appetit.
Er spielt es etwas zu schnell. Du warst jung. Du hast es früher auch gespielt. Ja, wie kannst du sowas haben? Ja, als wir uns kennengelernt haben. Ach komm, lass uns draußen ein bisschen die Seeluft genießen. Ich will Klassik spielen und nicht in irgendwelchen Bars rumklimpern, damit die Leute mehr trinken. Aber jetzt ist die Chance da. Wieso? Das ist Georg Kaspari, der da gerade in die Bar kam. Ja und? Wer soll das sein? Elisa, Kaspari. Das ist einer der besten Pianisten der Welt. Wenn ich dem vorspielen könnte. Verstehe. Aber mach das bloß nicht während der Arbeitszeit, da kannst du richtig Ärger kriegen. Wir müssen einen richtig guten Moment außerhalb abpassen. Wir, oder was? Klar, ich helfe dir. Hey, hier steckt ihr. Na toll. Ich hab gedacht, ihr habt Dienst. Ja, das haben wir eigentlich auch. Aber hier, Elisa ist ein bisschen seekrank geworden. Und es geht schon wieder. Märchenstunde ist von 9 bis 10 am Vorderdeck. Haben Sie gerade jemandem die letzte Ehre erwiesen? Kann man so sagen, ja. Karin, meine Frau. Oh, mein aufrichtiges Beileid. Wie alt war sie denn? Jung. Viel zu jung. Wissen Sie, wenn jemand von uns geht, dann bedeutet das noch nicht, dass es zu Ende ist. Das haben Sie jetzt aber schön gesagt. Meine Karin, die hat es auch mit der Esoterik. Wiedergeburt und so. Wissen Sie, sie hat geglaubt, wenn jemand stirbt und der Tote hat noch einen letzten Wunsch, dann schwebt der Astralleib so lange umher, bis dieser letzte Wunsch erfüllt ist. Und Karins großer Wunsch war das mit dem Wüstensand auf dem Grab. Haben Sie das Gefühl, dass sie jetzt bei uns ist? Ja. Ich glaube schon. Rolls-Royce. Baujahr 1913. 90 davon wurden angefertigt. 2 davon gibt's noch. Einer davon gehört mir. Der andere mir. Was? 7 Liter Hubraum. 6 Zylinder. Seitlich stehende Ventile. Kardan angetrieben. Wahnsinn. Wo kriegen Sie denn die ganzen Ersatzteile her? Das ist schwierig. Manchmal muss ich in der ganzen Welt danach fahren. Aber bisher habe ich immer noch Glück gehabt. Marlene, stell dir vor, Herr Arasi hat den gleichen Rolls wie ich. Und was noch? Bestimmt gehören schöne Frauen auch dazu. Ich glaube, Sie haben den falschen Eindruck von mir. Ich bin kein Playboy. Du, um Ersatzteile zu finden... Bitte hör mir auf mit deinen Ersatzteilen. Zu dem Thema fällt mir nun wirklich nichts mehr ein. Wofür interessieren Sie sich denn, Marlene? Auch für PS. Aber für Lebendige. Wirklich? Pferde. Ihre ganz große Leidenschaft. Ja, aber ich bin eine miserable Reiterin. Ich komme ja nie dazu, weil ich die ganze Zeit hier auf dem Schiff sein muss. Für ein Parcours ist das Schiff nicht groß genug. Also den Wunsch kann ich ihr leider nicht erfüllen. Der Wunsch einer schönen Frau ist so vielfältig wie der Sternenhimmel über der Wüste. Ihn nicht zu erfüllen, ist ein Verbrechen. Siehst du gehörst in den Knast. Wie wär's denn mit ihm? Ich denke, Techtelmechel zwischen Kronenpassagieren sind verboten. Captain, mein Captain. Genau das wollte ich hören.
Na, Kollege? Auch Single? Schwer zu beantworten, mein Lieber. Sehr schwer zu beantworten. Kwiatkowski, Kfz-Branche. Oldies und Neuwagen. Kaspari, Musikbranche. Hauptsächlich Oldies. CDs, eh? Ari Belafonte, Katharina Valente. So die Richtung. Die Branche. Nein, eher Mozart, Beethoven. Die Richtung. Am Klavier. Am Klavier? Am Klavier hat man Glück bei den Frauen, sagt man. Ja, Glück ist wankelmütig. Welche Liebe hält schon ewig? Da haben Sie recht. Ist genau wie bei den Autos. Da kann man Pflege reinstecken, wie man will. Am Ende ist Schluss. Großer Gott, Sie sind ja auch in der Philosophiebranche. Darf ich Sie auf einen Drink einladen? Ja, nichts dagegen. Wenn ich mich dafür revanchieren dürfte? Nehmen Sie Ihren Wodka mit Eis. Ah, ja. Oh, oh. Das Wasser für das Eis ist doch abgekocht, oder? Nehme ich mal an. Also gut, ich probiere. Das wird mir der Abend. Moment. Prost. Prost. Bravo, gefällt mir. Den Gästen sicher auch. Sehr schön. Das ist doch nichts Besonderes. Aber 90% der Leute wollen das eben hören. Spielt trotzdem gut. Danke. Für einen Kaffee. Gerne. Ich glaube, so gut ist der Morgen heute Morgen gar nicht. Oh. Das ist ja ganz schön zugeschlagen. Habe ich noch gar nicht so richtig gemerkt. Bin mal gespannt, wie der Kollege sich fühlt. Welcher Kollege? Na. Guten Morgen, Herr Kaspari. Nein, ich bin dabei. Wo kommst denn du her? Ich hab verschlafen. Beneidenswert. Schläfst du immer noch wie ein Kind, so wie früher? Also was ist? Können wir den Ausflug nach Kairo machen? Das ist eine gute Idee. Ja. Ich beeil mich. Alles in Ordnung? Ja, Frau Doktor, das Schiff schwankt doch nur. Ja, aber du auch ganz schön. Sie. Ich habe sie schon überall gesucht. Was ist denn mit Ihnen passiert? Wollen Sie sich Kairo etwa entgehen lassen? Ich dachte, wir machen einen gemeinsamen Ausflug. Ja, ich habe Migräne, schöne Frau. Danke fürs Kompliment. Aber geben Sie sich doch mal einen Ruck. Rumhängen können Sie auch zu Hause. Außerdem habe ich eine Überraschung für Sie. Tatsächlich? Mhm. Was ist es denn? Sag ich nicht, sonst ist es doch keine Überraschung mehr. Da haben Sie allerdings recht. Geben Sie mir 2 Minuten. Okay. Moment. Mach mal weiter. Yusuf? Yusuf! Sie gehen schon von Bord? Ich habe gedacht, Sie bleiben eine Woche. Ich habe unerwartet geschäftlich zu tun. Leider. Aber vielleicht sehen wir uns bald mal wieder. Ja, vielleicht. Warum nicht gleich heute? Mein Chauffeur holt sie ab. Einverstanden.
Wiedersehen. Wenn ich keine Ersatzteile mehr finde, rufe ich Sie an. Kapitän? Das muss jetzt Frau Bach sein. Frau Bach? Ja? Herzlich willkommen an Bord. Ich bin Marlene, Ihre Cruise-Direktorin. Und das ist der Captain. Hallo. Schön, dass Sie es doch noch geschafft haben, Frau Bach. Herr Gaspari wird sich freuen. Wo steckt er denn? Er ist, Der ist mit den anderen nach Kairo gefahren. Macht dort einen kleinen Ausflug. Typisch, George. Erst bekniet er mich, dass ich mitkomme. Ich wirble wie ein Derwisch, mache mehrere Airlines rebellisch, bestech den Taxifahrer, dass er wie Schumi zum Flughafen rast. Schaffe alles auf den letzten Drücker und dann ist er nicht da. Tja, Künstler, mein täglich Brot. Er hat wohl nicht mehr damit gerechnet, dass Sie noch kommen. Mit mir muss man immer rechnen. Welche Kabine habe ich? Hier, bitte. Gut, dann nehme ich erst mal eine Dusche und dann werde ich sehen, wo er steckt. Oh, Kairo ist groß. Ja, aber die unmöglichen Dinge haben mich schon immer gereizt. Oh, pardon. Donnerwetter. Die hört aber Power. Ja, beinahe hättest du alles verraten. Die beiden Damen wissen nämlich noch nichts voneinander. Wieso? Wieso? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil euch Männern im entscheidenden Moment der Mut fehlt. Da bist du sicher keine Ausnahme, Captain, mein Captain. Ach, guck mal, das sind Bauchtanzkleider. Ui, das sieht toll aus. Gib mir mal den Fotoapparat, da möchte ich fotografieren. Stell dich da mal hin. Ich wusste gar nicht, dass man mit Musik so viel Lärm machen kann. How much? $1. $1. Hallo. Malaikum Salam. Oh, toll. Was ist das denn? Da gibt es bestimmt eine Hochzeit oder sowas. Ob man dabei sein darf? Da muss ich Sie leider enttäuschen, aber hier findet heute bestimmt keine Hochzeit statt. Das sieht eher nach einer traditionellen Begräbnisfeier aus. In solchen Zelten versammelt sich die gesamte Verwandtschaft des Verstorbenen mit der Gemeinschaft und dann wird ein würdiges Totenfest abgehalten. Woher wissen Sie das alles? Naja, ich arbeite in einem Bestattungsinstitut und interessiere mich für sämtliche Beerdigungsrituale dieser Welt. Das ist sehr spannend. Und es ist unglaublich, wie man dabei die Angst vor dem Tod verliert. Vera! Vera! Hello, welcome. Very Hello. Nice, yeah, very nice. Oh, good yeah. Price. It's yeah, very nice. Yeah, very nice. Good price. Come on, have a look. Thank you. Come on. Hello, welcome. Yes, very nice, good price. May I try? Yes, of course. Vera? Vera? Oh, very nice. For Queen of Cairo. Oh, very thank nice. You. Yeah, you like it? Yeah, good. Yes? Yeah. Yeah. Very nice. So maybe. Good. Ich bin mit George unterwegs. Mit George? Soll das ein Witz sein? Wo ist die Pointe? George hat mich eingeladen. Das gibt's nicht. Ich bin noch mit ihm auf dem Schiff, seit Sharm el-Sheikh. Was hat er sich denn dabei gedacht? Er ist verrückt geworden. Naja, ist ja auch egal, was er sich dabei gedacht hat. Ich werde jedenfalls nicht mit dir auf eine Ferienreise gehen. Ich auch nicht. Wenn du doch nicht meinen Hübschen verheert, der mich angeblich sehen muss, weil er sich sonst irgendwas antut. Peinlich. Einfach peinlich. Aber das wird er mir büßen. Darauf kann er sich verlassen. Auf eine andere Ex von ihm zu treffen, die auch noch die Stirn hat, im gleichen Kleid vor mir aufzutauchen. Mit der frohen Botschaft, dass unser Tastenweltmeister sich einen flotten Dreier gönnen möchte. Nein, das brauche ich nicht. Da bleibe ich lieber in Hartmut, lege mich unter die grüne Sonne und esse Dattel. Weißt du was? Du solltest dir das patentieren lassen, dieses drauf losgequatscht, ohne Luft zu holen.
Aber ich kann mir auch was Schöneres vorstellen. Ich nehme den nächsten Flieger nach Deutschland. Ja, das werde ich auch tun. Ach, Vera, da bist du ja. Hello, my friend. Everything okay? Was? Was? Weißt du, was du bist? Du bist, ach, mir fehlen einfach die Worte, das ist einfach vor allem unmöglich. Was ist denn? Oh, oh mein Gott. Geistern verlassen, ja, das ist es nämlich. Ich reise ab. Ja, zwar fortissimo. Ich hätte es euch doch gleich gesagt, sobald sich auf dem Schiff nur eine Gelegenheit geboten hätte. Any problem? Big problem. Gib mir die Money. Gib mir die Money. Okay. Ist das alles für mich? Selbstverständlich. Deswegen habe ich das Schiff früher verlassen. Sie sind eine schöne und mutige Frau. Und Sie reiten wie eine Amazone. Die Amazonen waren Kriegerinnen und duldeten keine Männer in ihrem Leben. Nur wenn es notwendig war, für Nachwuchs zu sorgen. Stimmt. Ist nicht leicht, einen Mann zu finden, bei dem man bleiben möchte. Manchmal ist das Glück sehr nahe. Und man sieht es nicht. Wenn es es überhaupt gibt. Oder vielleicht war es dann doch nur eine Fata Morgana. Man muss es immer wieder versuchen. Ja? Ja. Marlene, es wäre mir eine große Ehre, Sie in mein Haus einladen zu dürfen. Das ist wirklich sehr freundlich. Es geht nicht. Ich muss zurück aufs Schiff. Kommen Sie. Und Sie werden sehen, dass Tausend und eine Nacht nicht nur ein Märchen ist. Sophie, ich würde wirklich gern. Was geht? Willst du jetzt hier eigentlich den ganzen Tag abhängen? Mal sehen. Hast du eigentlich auch mal was anderes als Musik in deinem Kopf? Wie sieht's mit Sport aus? Sport ist Mord. Aber braucht man als Musiker nicht auch eine gewisse Kondition? Also für dich reicht's auf jeden Fall. Madame. Los! Fehlstart! Ich würde mal sagen, ich habe gewonnen. Ja, und ich muss jetzt gepflegt werden. Mein Gott, das wackelt ja furchtbar. Deshalb nennt man sie auch Wüstenschiffe. Aha. Ich glaube, jetzt haben wir es gleich geschafft. Oh ja. Jetzt noch runter. Oh mein Gott. Zeitlich hinkommt. Nicht, dass das Schiff ohne uns ablegt. Das wird schon hinhauen. Es wäre einfach zu schade, sich das Grab des Visiers Mereruka entgehen zu lassen. Des wen? Des Visiers Mereruka. Was sehe ich? Chokra, nein. No, sorry, thanks.
Ja, to the job. Mit seinen 32 Räumen ist dies der größte private Grabkomplex des Alten Reiches. Das Relief zeigt Alltagsszenen. Man sieht hier Fischer bei der Arbeit. Wir betreten jetzt einen der Haupträume. Die Statue, die Sie gleich sehen, ist übrigens Mereruka, der Hausherr selbst. Da. Nach neuester Erkenntnis sind übrigens Pyramiden kein Produkt harter Sklavenarbeit, sondern wurden von Menschen in religiöser Inbrunst errichtet. Wussten Sie, dass in solchen Räumen die alten Ägypter richtige Seelenwanderungsrituale abgehalten haben? Ich weiß, das ist nicht der richtige Zeitpunkt, aber darf ich Ihnen das Du anbieten? Lisa, ein Cappuccino bitte. Sofort. Für mich auch einen Cappuccino bitte. Danke. Ich nehme ihn später. Mit Zucker? Nein, mit Süßstoff. Komm. Schaff gut, Sorge. Das war knapp, Käffchen. Bitte genauso gut. Ja, so einen Schluck trinken, oder? Können wir jetzt mal Bier haben? Groß oder kleines? Mhm. Schau mal, was wir hier haben. Das kommt in meine Kabine. Schön. Gut, es muss doch möglich. Dicke Luft. Totales Fiasko. Hörskrise. Was jetzt? Was wohl? Ablegen. Mit dem Groß an. Vera? Ruth? Moment! Lasst uns doch endlich vernünftig werden! Wollen wir uns nicht wieder vertragen? Du redest von vernünftig, du? Ich fass es nicht. Es tut mir sehr, sehr weh, wenn ich sehe, dass ihr euch noch immer nicht leiden könnt. Dabei habt ihr euch doch nichts vorzuwerfen. Ich hab doch alles vermasselt. Ja, und du machst genau da weiter, wo du aufgehört hast. Ach, ich könnte dich. Ruth, bitte nichts überstürzen. Lasst uns doch reden. Worüber denn? Du King of Kairo. Du möchtest also eine Versöhnung, damit du besser schlafen kannst? Vergiss es. Und deshalb hast du uns nach Ägypten gelotst. Warum nicht nach Feuerland oder nach Novosibirsk? Es sollte etwas Besonderes werden. Und ich möchte zu einer Versöhnung kommen, bevor es dafür vielleicht zu spät ist. Wie meinst du das? Ha, der Hypochonder hat gesprochen. Georges, du bist ein begnadeter Künstler, ein von seiner Arbeit Besessener. Du verfolgst deine beruflichen Ziele mit einer Entschlossenheit, die bewundernswert ist. Soweit so war. Aber du bist auch ein großes, egoistisches Kind. Du fühlst dich nur wohl, wenn du im Mittelpunkt stehst. Und du glaubst, dass all deine Wünsche natürlich sofort erfüllt werden müssen. Völlig richtig, aber diesmal bist du echt zu weit gegangen. Vera! Ruth! Na, das hast du ja super hingekriegt. Ruth, ich bin nicht der Kapitän. Ich bestimme nicht, wann das Schiff ablegt. Den hat's ganz schön erwischt. Tja. Rede du doch mal mit ihm. So von Mann zu Mann. Meinst du? Mach doch.
Bravo. Ich mache alles falsch. Ich habe mich dann schnell von Vera getrennt. Im Grunde bin ich geflüchtet. Auch etwas, worauf ich nicht gerade stolz bin. Und dann kam Ruth. Sie wurde meine neue Agentin. Das Stück, das der junge Mann in der Pianobar gespielt hat. Ja, unser Pianist, der Florian. Ja. Mozart alla Turca. Das Stück habe ich gespielt, als ich auf einer privaten Einladung Vera kennenlernte. Als ich dann mit Ruth zusammen war, sagte sie mir, wenn man bekannt werden will, muss man ein Stück, das alle gut kennen, völlig neu interpretieren. Dann bekommt man Aufmerksamkeit. Das war dann Mozart alla Turca. Ja, das hört sich aber nach einer idealen Verbindung an, Sie und Ruth. Naja, es hat auch ein paar Jahre gedauert. Mit Vera war es die Distanz. Mit Ruth war es der Mangel an Distanz. Jedenfalls habe ich sogar ein ganz wichtiges Konzert platzen lassen. Und Ruth hat dadurch im Regen gestanden. Ich habe die beiden Damen nicht gerade gut behandelt. Das muss ich jetzt unbedingt in Ordnung bringen. Netter Zug von Ihnen. Ich weiß gar nicht, was die Frauen wollen. Wir sind doch völlig in Ordnung. Was ist denn los? Jetzt könnte ich ihn mal fragen. Lieber später? Später. Jetzt wär's gut. Na los. Ja, an den können wir uns auch nicht mehr halten. Herr Kaspari? Ja? Dürfte ich Sie kurz stören? Bitte? Ich mache eine Ausbildung zum Konzertpianisten. Auf dem Schiff spiele ich nur, um mein Studium zu finanzieren. Aha. Ja, dann wünsche ich viel Glück. Sehen Sie, ich wollte Sie eigentlich fragen, ob ich Ihnen vielleicht mal vorspielen dürfte. Sie sind ein ganz großes Vorbild für mich. Na gut, aber nur ein Stück. Okay. Mozart ist sowieso ein Kapitel für sich. Zu leicht für Kinder, zu schnell für Erwachsene. Schnell. Was ist Schnelligkeit? Schnelligkeit ist relativ. Wissen wir, wie schnell Mozart und seine Zeitgenossen das Stück gespielt haben? Nee. Eben. Damals kam den Menschen eine Postkutsche schon sehr schnell vor, wenn man die Pferde nur ordentlich antrieb. Heute jagen wir mit 180 Sachen über die Autobahn. Deshalb jagen unsere Pianisten auch mit 180 Sachen über die Tasten. Bei Mozart alla Turca. Das Stück bekommt seinen besonderen Reiz, wenn man es im Tempo mindert. Probieren Sie es. Zeigen Sie mir, was Sie meinen. Das geht nicht. Bitte. Das ist doch besser als die Erklärung. Es geht nicht, weil... Okay, gut. Na, wer sagt's denn? Ich hatte doch recht. Es ist Kaspar.
Es geht nicht mehr. Aus. Vorbei. Seine CDs werden in Millionenauflagen verkauft. Er ist wirklich einer der Besten. Und mit dem habe ich gestern Abend gesoffen. Wow, da wäre ich aber gern dabei gewesen. Besser nicht, wir haben ganz schön was weggepichelt. Ihr habt's aber überlebt. Knapp. George, ist dir nicht gut? Ja, es ist. Es geht schon wieder besser. Was hat er denn? Hast du Schmerzen in der Brust? Nein, nein, überhaupt nicht. Mir war nur auf einmal schwindelig. Spiel doch nicht den Helden, sag, was los ist. George, was ist mit deiner Hand? Gestern konntest du kaum ein Glas in der Hand halten. Vorhin hast du aufgehört zu spielen. Was ist mit dir, George? Nun gut. Ich bin bei Andreas in Behandlung. Dr. Beerwald? Ja. Womöglich ist es der Beginn. Multiple Sklerose. Mein Gott. Hat er eine Liquorpunktion gemacht? Ja, das Ergebnis liegt noch nicht vor. Aber die Symptome sind eindeutig. Kribbeln, Taubheit und seit kurzem sehe ich manchmal alles doppelt. Wann fing es an? Seit meinem Konzert in Freiburg vor ein paar Wochen. Tut mir leid. Mit dem Klavierkonzert in Alexandria, das wird wohl nichts. Ich glaube, Berlin war meine Abschiedsvorstellung. Ich habe euch hierher gelotst, weil ich euch etwas Gutes tun wollte. Ich wollte euch um Verzeihung bitten. Und Ägypten, dachte ich. Ist doch ein ganz hübscher Ort dafür. Und nun, George? Ihr wisst doch, kein anderes Volk hat sich mit dem Leben nach dem Tod so beschäftigt wie die alten Ägypter. Eine Sache daran hat mich schon früh beschäftigt. Das sogenannte Gefilde der Seligen. Ja, und was hat's damit auf sich? Bevor der Verstorbene es betreten durfte, musste er vor den Totengott Osiris treten und ein Bekenntnis ablegen. Ja, ich habe davon gehört, aber ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Gut, und wie lautet das? Ich habe den Menschen kein Unrecht getan, ich habe keine Tiere gequält, ich habe niemanden, ich habe niemanden bei seinen Vorgesetzten verleumdet, ich habe keine Schmerzen verursacht, ich habe keine Tränen fließen lassen. Naja. Ich habe nicht getötet und nicht befohlen zu töten. Was ich getan habe, kann man nicht rückgängig machen. Ich kann euch nur um Verzeihung bitten und hoffen, dass ihr miteinander klarkommt und vielleicht auch mit mir. Also gut, George. Wenn dich das so bewegt, dann biete ich Ruth an, das Kriegsbeil zu begraben. Ist vielleicht auch besser so. Na gut. Ich nehme dein Angebot an. Meint ihr das wirklich ernst? Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie dankbar ich euch bin. Drei Kaffee! Darf ich mich zu Ihnen setzen? Ja, bitte. Junger Mann, es hat keinen Zweck, um den heißen Brei herumzureden. In gewissen Dingen muss man gleich sagen, was Sache ist. Also, technisch scheinen Sie ja sehr versiert zu sein. Sie haben sicher viel geübt. Aber es gibt etwas, das man nicht lernen kann. Etwas, das einem, wie sagt man doch so schön, der liebe Gott in die Wiege gelegt hat. Talent, hä? Nein, nein, Talent haben Sie. Aber irgendetwas fehlt.
Sind Sie sicher, dass die Klassik Ihre Welt ist? Also bis vorhin war ich das zumindest. Ich habe Sie in der Piano-Bar spielen hören. Das hat mir ehrlich gesagt sehr viel besser gefallen. Könnte es nicht vielleicht sein, dass da Ihr wahres Talent liegt? Ich möchte Sie nicht entmutigen, keineswegs. Ich möchte nur, dass Sie sich... Danke, ich habe Sie schon verstanden. So warten Sie doch. Florian, was hat er denn gesagt? Wart doch mal! Warum bist du mir gegenüber eigentlich immer so abweisend gewesen? Wenn, dann hätte ich doch allen Grund dazu gehabt. Nach dem, was damals vorgefallen ist. Du denkst also immer noch, ich habe ihn dir weggenommen, um meine Karriere als Agentin voranzutreiben und dass ich ihn gar nicht geliebt habe. Und du? Du hast doch geglaubt, dass ich nicht wollte, dass er berühmt wird, weil ich Angst hatte, ihn dann zu verlieren. War es nicht so? Und bei dir? War es denn Liebe? Ja. Und jetzt? Tja, seit dem großen Krach, du weißt schon damals, als er mir die Tournee hingeschmissen hat, beschränken wir uns auf ein rein berufliches Verhältnis. Ja, ja. Ja, ja? Und bei euch? Ach, das ist eine Liebe, die in der Vergangenheit lebt. Nicht in der Gegenwart. Nun, für den Klavierabend in Alexandria, da kann ich ja womöglich Ersatz besorgen. Aber im Grunde ist er unersetzlich und ein Leben ohne sein Klavier. Ja, stimmt. Wie ernst siehst du denn die Sache? Ich meine, wir wissen doch, er ist ein begnadeter Schauspieler. Ja. Mir hat er einen Tag vor der Hochzeit einen Malaria-Anfall vorgespielt. Seine ewigen Bindungsängste. Und? Was hast du gemacht? Och, ich habe ihm gesagt, es gibt jetzt eine operative Methode. Ganz neu. Und dann bin ich zum Telefon, um einen Termin im OP zu arrangieren. Da war er wieder gesund. Ja. Trotzdem, wir sollten es nicht auf die leichte Schulter nehmen. Diesmal sah er wirklich schlecht aus. Ich werde versuchen, etwas herauszufinden. Es gibt da eine kleine Chance. Was für eine? Das möchte ich noch nicht sagen. Ich möchte nicht falsche Hoffnungen wecken. Florian! Also ich kann ihn nirgends finden. Hier ist er nicht. Schau doch mal da unten nach. Vielleicht hat er sich ja da versteckt. In der Ankerluke? Ja. Okay. Florian! Florian! Über Bord gesprungen ist er ja wohl nicht. Jetzt machen wir nicht gleich den Teufel an die Wand. Also hier ist er auch nicht. Wir haben ein ganz gutes Versteck für den blinden Passagier. Ich schau mal zum Vorschiff. So langsam mache ich mir jetzt aber echt Sorgen. Florian? Hier steckst du. Wir haben dich schon überall gesucht. Was ist denn los? Nun sag doch mal, was er gesagt hat. Naja, er hat gesagt, dass ich kein Talent habe. Und dass meine Karriere, wenn man das überhaupt so nennen kann, in der Piano-Bar enden wird. Das hat er bestimmt nicht gesagt. Und selbst wenn, dann ist es auch kein Grund, sich gleich vom nächsten Felsen zu stürzen. Kriegt doch sowieso keiner danach. Mann, Florian, davon geht doch die Welt nicht unter. Das, was du am Klavier kannst, das kannst du wirklich gut. Auch wenn es keine Klassik ist. Lisa, du hast einfach absolut keine Ahnung von Musik. Kümmere dich mal um deinen eigenen Scheiß, ja? Weißt du, was du bist? Ein kleiner, eingebildeter, arroganter Affe. Ich wollte dir nur ein bisschen helfen, ein bisschen Mut machen. Danke. Du warst gar nicht im Restaurant. Kein Hunger? Nicht so richtig. Hast du deine Frau erreicht? Nicht so richtig. Misstrauisch? Eventuell feindliche Übernahme. Hier. Jetzt hör mal, nur verfall nicht gleich in Panik, nur weil deine Frau im schwülen Dschungel mit ein paar Männern einen Dokumentarfilm dreht. Das ist ihr Job. Wenn sie mich verlässt, wärst du dann einverstanden, dass ich dich heirate? Als Ersatz? Nee. Außerdem habe ich noch ein anderes spannendes Angebot.
Wen? Der Märchenprinz. Für einen Todkranken bist du aber wirklich schnell wieder auf den Beinen. Lazarus. Ja, merkwürdig. Seit unserem Gespräch fühlt es sich schon viel besser an, wirklich. Oder bin ich doch ein Hypochonder? Vielleicht war alles nur psychisch. Warten wir es ab. Darf ich bitten? Du tanzt aber gut. Ölwechsel, da bin ich besser. Du hast so einen trockenen Humor und genau das mag ich an dir. Tatsächlich. Was sagt denn Ihre Frau dazu, dass Sie ständig unterwegs sind? Sie ist auch ständig unterwegs. Im Augenblick fürs Fernsehen im Dschungel von Rio. In den Slums ist das nicht gefährlich? Ein paar starke Kerle sind auch dabei. Womöglich gut aussehend, auch nicht ungefährlich. Darf ich mal? Oh. Kommen Sie noch auf den Drink mit zu mir? Es gibt gewisse Regeln für die Crew und die gelten auch für den Kapitän. Ach ja? Wer weiß, wohin das führt? Das weiß man nie. Gute Nacht. Gute Nacht. So, bitteschön, komm rein. Wow, du hast es aber nett hier. Ja? Findest du? Darf ich deine Jacke? Hoppla. Was war das denn? Sicher nur eine kleine Störung in der Stromversorgung. Die Schranktür. Naja, was soll schon sein? Etwas stärkerer Wellengang, hm? Karin ist hier. Axel, weißt du was? Ich glaube, wir sollten uns einfach noch ein bisschen mehr Zeit lassen. Deine Frau hat uns noch kein grünes Licht gegeben. Was? Ja. Vielleicht hast du recht. Gute Nacht. Gut, ich dachte, du wärst schon schlafen gegangen. Ich kann nicht. Was hast du? Ein gut aussehender Mann hat mich gerade abblitzen lassen. Also, das verstehe ich nicht. Hm? Du bist doch eine aufregende und begehrenswerte Frau. Der Junge ist richtig gut. Naja, er weiß es nur noch nicht. Mhm. Jetzt gehe ich aber wirklich schlafen. Ja, tu das. Und schlaf gut. Ich möchte noch mal mit Ihnen reden. Ich glaube, ich habe Sie schon ganz gut verstanden. Nein, Sie haben mir überhaupt nichts verstanden. Jetzt hören Sie mir mal gut zu. Das, was Sie können, das können Sie wirklich gut. Da liegt Ihr Talent. Machen Sie sich nicht mit falschem Ehrgeiz unglücklich. Sie wären nicht der Erste, der daran scheitert. Glauben Sie an das, was Sie wirklich können. Dann kommen Sie ganz nach oben. Denken Sie mal drüber nach. Thank you.
Schöne Grüße vom Reeder. Er fragt, ob es irgendwelche unvorhergesehene Vorkommnisse gibt. Und? Was wirst du antworten? Alles in Ordnung, nichts passiert. Wirklich? Beinahe wäre er schwach geworden. Tapfer. Ich glaube, ich muss mich bei dir entschuldigen. Ich bin manchmal wirklich ein eingebildeter, arroganter Affe. Stimmt. Aber Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Und sonst bist du ja ganz in Ordnung. Schon, oder? Dummkopf. Ich bin's. Ja? Was hast denn du vor? Ich habe versucht, von der Brücke aus Dr. Bärwald zu erreichen, aber er ist auf einen Kongress gefahren. Und auf seinem Handy kann man nur eine Nachricht hinterlassen. Und jetzt? Mich interessieren deine Blutwerte. Ich werde sie hier im Krankenhaus untersuchen lassen. Setz dich mal. Also ich weiß nicht, ob das nötig ist. Ich fühle mich topfit. Gestern sahst du noch aus wie an die Wand gespuckt. Ehrlich? Ja. Aber dann ist so ein Blutverlust nicht gerade ungefährlich. Angsthase. Hm? Du hast genug davon. Davon kannst du im Roten Kreuz noch einen Liter abgeben. Soll ich eine Faust machen? Mach eine Faust. Jetzt machst du wieder auf. Mhm. Und noch mal. Mhm. Wir haben schon angelegt. So, drück das eine Weile fest. Ruth wird sich um dich kümmern. Ich nehme an, dass dir das recht ist. Welches Krankenhaus ist es denn? Anwaser Dat Hospital. Und hat sie dir Blut abgenommen? Und wie? Sie will es in Alexandria untersuchen lassen. Erinnerst du dich? Ich habe es immer bei mir, egal wo ich bin. Ist das auch dein Glücksbringer? Oh ja. Und ich habe ihn immer bei mir. Du schaffst es wirklich immer wieder. Was? Dass man dir nicht böse sein kann? Marlene, schau doch mal ein Jaguar, Baujahr 1930, du. Dafür musst du ein Vermögen hinlegen. Ach, was sag ich denn? 10 Vermögen. Ach, lass mich in Ruhe mit deinen Ersatzteilen. Ersatzteile, das ist dein Yusuf mit einem Oldtimer. Wieso schauen wir uns den Wagen nicht mal an? So viel Zeit muss sein. Guten Tag. Hallo. Der Tag ist schön, aber Sie machen ihn auch schön. Vorsicht. So viele Komplimente bin ich nicht gewöhnt. Dieses Juwel wollte ich Ihnen zeigen. Was halten Sie davon? Ich bin begeistert. Wo haben Sie den denn her? Das ist eine lange Geschichte. Ursprünglich hat er Grace Kelly gehört. Echt? Grace Kelly? Hier hat sie immer gesessen. Ich habe noch nie einer Frau erlaubt, auf diesem Sitz Platz zu nehmen. Dieser Ort ist heilig. Aber heute mache ich eine Ausnahme. Da komme ich mir ja ganz komisch vor, Grace Kelly. Nun, dreht schon eine Runde. Die Gelegenheit ist günstig. Na? Ich komme mir vor wie in Hollywood. Nicht verkratzen. Nur 45 Liter auf 100 Kilometer. Fantastisch. Ja.
läuft nicht ganz rund. Wir sollten jetzt langsam umdrehen. Die anderen warten bestimmt auf mich. Yusuf! Ich entführe Sie. Haben Sie das noch nicht bemerkt? Oh, wie romantisch. Das ist nicht Ihr Ernst, oder? Doch. Träumen davon nicht alle Mädchen? Ich bin kein Mädchen mehr. Und Sie müssen verrückt geworden sein. Bringen Sie mich jetzt bitte zurück zum Schiff. Ja, ich bin verrückt geworden, Marlene. Nach Ihnen. Was haben Sie vor? Es wird Ihnen nichts geschehen, was Sie nicht auch wollen. Ich werde Ihnen alles zu Füßen legen, was Sie sich auch wünschen. Merkwürdig. Für eine kleine Spritztour dauert das ziemlich lang. Da stimmt etwas nicht. Ah. Ich kümmere mich drum. Ich gehe mal von Bord. Okay. Bin ich aber ganz schön beeindruckt. Einer meiner Plantagen. Frisch aus der Wüste gestampft. Mit Wasser kann man sehr viel erreichen. Drinnen ist es angenehm kühl, nicht wahr? Ja, sehr. Ich bringe Sie jetzt zu Ihrem Ankleideraum. Moment. Also jetzt mal ehrlich, bitte. Was haben Sie vor? Wollen Sie mich hier gefangen halten und vor meinem Zimmer stehen schwer bewaffnete Eunuchen mit Säbeln in den Händen? Ja, natürlich. Sie haben so viele amerikanische Filme gesehen. Ich bitte Sie, bleiben Sie nur 3 Tage mein Gast. Wenn Sie dann immer noch zurückkehren wollen, bringe ich Sie zurück zu Ihrem Schiff. Und ich könnte jetzt sofort wirklich gehen? Selbstverständlich. Sollten Sie sich hier doch anders entscheiden. Dann? Dann werden Sie die Herrin dieses Hauses. Wie? Das heißt, heiraten? Sie bestimmen. Sagen Sie nichts. Lassen Sie nur Ihr Herz sprechen. Kümmert euch um sie. Hi, I'm Marlene. Ich glaube, jetzt hat Ihre Seele Ruhe.
schön sie sind. So muss es Hassan aus Damaskus gegangen sein, wie er der schönen Prinzessin begegnet ist. Kennen Sie die Geschichte? Nein. Madame. Er sagte zu ihr, die Hälfte deines Leibes ist wie aus Rubinen, ein Drittel wie aus Diamanten, ein Fünftel aus Moschus und ein Sechstel wie aus Ambra. Aber du gleichst einer Perle. Wo bist du noch strahlender? Weder unter Evas Nachkommen noch in den Gärten der Ewigkeit ist eine vortrefflicher als du. Ich komme vor wie im Traum. Marlene, wenn du willst, wird dieser Traum ewig weitergehen. Aber. Kein Aber. Sie, wo lasst ihn sofort los? Ich glaube, ich bin hier im falschen Film. Was geht eigentlich vor? Ich bin gerade im Märchen aus Tausend und einer Nacht. So. Die Gastfreundschaft ist in unserem Land heilig. Ja, ja, davon habe ich aber hier nichts gemerkt. Ich lasse die Jungs sofort ausbreiten. Das ist sehr freundlich, sehr freundlich. Aber machen Sie sich bitte keine Umstände. Dann lasst uns jetzt feiern. Moment, Moment. Ich muss leider aufs Schiff zurück. Und wenn Marlene wirklich hierbleiben will, dann habe ich jetzt einige organisatorische Dinge mit ihr zu besprechen. Und zwar unter vier Augen. Ach, unter vier Augen. So, die Märchenstunde ist beendet. Hat er dir Haschkuchen angeboten, oder was? Quatsch. Aber die Heirat. Ich weiß es auch nicht. Die Heirat? Das glaubst du? Weißt du eigentlich, mit wem du es hier zu tun hast? Yusuf Arasi. Yusuf Arasi. Mohammed Yusuf Said Anwar Abdel Arasi. Steinreich und so mächtig, dass die Polizei überhaupt keine Lust hatte, sich mit ihm anzulegen. Ehrlich? Ja. Aber vielleicht willst du ja wirklich hierbleiben, in Gesellschaft einer seiner drei hübschen Frauen. Welche Frauen? Also, du bist vielleicht naiv. Was glaubst du denn, wer die drei Damen sind? Hm? Und die ältere von denen, die hat Haare auf den Zähnen, das sage ich dir. Woher weißt du das? Hab so meine Erfahrungen. Nummer vier. Wie Nummer vier? Komm, lass uns abhauen. Ja. Inshallah. Gleich ein, ich mach. Hast du etwa gedacht, er lässt den Schlüssel stecken? Mist. Den hätte ich gerne mal ausprobiert. Was machen wir jetzt? Wo Avanda? Skum! Wir nehmen die Pferde. Kannst du etwa reiten? Ich probier's mal. Ich glaube, du musst eher daherrufen. Hier sind wir völlig falsch. Hey! Dann nicht zu weit! Das hat keinen Zweck. Sie sind schneller. Reit alleine weiter. Ich versuche sie aufzuhalten. Am Teufel werde ich tun. Ich kann dich doch hier nicht allein lassen. Und außerdem weiß ich gar nicht, wohin. Wir müssen hier nicht den Helden spielen. Das hatte ich auch nicht vor. Ich habe etwas für dich gebracht. Das hast du vergessen. Oh. Schade, dass unsere Zeit miteinander so schnell vergangen ist. Ja, schade. Ich werde dich wie ein Schatz in meiner Erinnerung halten. Übrigens, meine Tante und ihre zwei Töchter lassen Sie sehr herzlich grüßen. Ich bin nämlich nicht verheiratet. Solltest du das geglaubt haben. Die Rinne ist menschlich.
Abdul bringt sie an den Hafen. Salam alaikum. Alaikum salam. Rolls Royce. 1913. Du gönnst mir aber auch gar nichts. Jeder ist sich selbst der Nächste. Da versiegen gerade meine Ölquellen. Schau dir diese Pyramiden an. Einmalig. Rätselhaft. Wie das Leben. Begabter Junge. Sag mal, könntest du nicht was für ihn tun? Muss ja nicht unbedingt Klassik sein. Ich habe da einen Kollegen. Da könnte ich ihn hin vermitteln. Danke. Für ihn würde es sich ja noch lohnen. Du musst dir sorgen, wo Vera bleibt, nicht wahr? Sie hat den Befund. Ich spüre es und sie will mir nichts sagen. Deshalb kommt sie nicht. Hallo. Hallo. Here we are. Thank you. Goodbye. Bye. George? George, wann bist du das letzte Mal durch einen Wald gegangen oder durch Sträucher und Büsche? Moment. Das war im Schwarzwald. Nach meinem Konzert in Freiburg vor ein paar Wochen. Deine Blutwerte sind völlig in Ordnung. Ja, aber daraus allein kann man doch nicht schließen, dass ich gesund bin. Nein, aber ich habe Dr. Bärwald vorhin erreicht. Die Nervenwasseruntersuchung liegt endlich vor. Und was hat das mit dem Schwarzwald zu tun? Du bist von einer Zecke gebissen worden. Von einer Zecke? Das ruft manchmal ähnliche Symptome hervor. Man nennt das Neuroborreliose. Neuroborreliose, ja. Bitte was? Ich habe dir ein Antibiotikum besorgt. Damit ist die Sache gleich erledigt. Soll das heißen, dass mir nichts fehlt? Ja, du wirst wieder spielen können. Und noch jede Menge Frauen unglücklich machen. Eine Zecke? Ja, verrückt. Ja, ich wünsche euch beiden alles Gute. Ihr habt ja wieder zueinander gefunden. Wir beide? Ich dachte, ihr beide. Nein. Aber vielleicht wir drei? Es könnte doch auch so bleiben, oder? Thank you.
Schauspiel gebildet. Also, hör mal, Kaspari. Der Kaspari. Kerstin, Lisa, was machst du denn hier? Hat dir schon wieder jemand die Reise spendiert? Na, keiner. Hat euch die Grußdirektorin das noch nicht erzählt? Nee. Ich habe mich beworben und arbeite jetzt. Als was? Als Galeonsfigur? Haha. Grüß dich, ich bin der Martin vom Sportsteam. Ich bin die Lisa, hallo. Herzlich willkommen. Danke. Wo ist das Personal untergebracht? Ich bring dich hin. Komm. Bis später. Willkommen an Bord, Herr Kaspari. Ich bin Bernd Jensen, der Kapitän. Angel. Das ist Marlene Bobmann, unsere Großdirektorin. Ich freue mich sehr. Es ist eine große Ehre, dass Sie bei uns an Bord sind. Danke. Aber mir wäre es ganz recht, wenn man auf dem Schiff nicht zu viel Aufhebung macht. Entschuldigung, wo geht's denn hier zur Personalabteilung? Oh, sorry. Sehr schlimm? Natürlich ist es schlimm. Ich sollte nämlich eigentlich Klavier spielen. Dann bist du unser neuer Pianist? Ja, so ungefähr. Dann sind wir Kollegen. Ich bin Elisa. Ja, hallo. Florian. Geht schon wieder. Na, Gott sei Dank. Sagen Sie, ist Frau Lindau schon eingetroffen? Frau Dr. Oh. Vera Lindau. Frau Dr. Vera Lindau 508, nee, noch nicht da. Bitte geben Sie mir doch gleich Bescheid, wenn sie kommt. Und Frau Ruth Bach, ist sie da? Ruth Bach, die 504, auch noch nicht eingetroffen. Mhm. Gut, hören Sie, Frau Dr. Lindau ist Ärztin und das ist natürlich noch kein Problem. Und Frau Ruth Bach ist Leiterin einer Konzertagentur, was natürlich auch kein Problem ist. Natürlich, aber? Aber die eine Dame wohnt in München, die andere in Hamburg, hunderte von Kilometern auseinander. Soweit kriegen wir Sie hier natürlich nicht auseinander. Ich sehe, Sie haben mich verstanden. Ein plötzliches Aufeinandertreffen würde die beiden Damen überfordern. Verstehen Sie was von Musik? Etwas. Also gut, nicht presto, langsamer, behutsamer, mehr so moderato cantabile. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Andante. Ich werde sehen, was ich machen kann. Ihre Kabine. Willkommen an Bord. Sie sind Frau... Lindau. Vera Lindau. Hallo. Und Sie sind der Kapitän. Also nur mal langsam, nicht? Bis dann vergeht noch einige Zeit. Mein Stern ist eindeutig im Sinken, glaub mir. George, trag doch nicht immer gleich so dicker auf. Ich spüre es. George, was ist denn? Wir wollen los. Oh ja, gleich gibst du mir noch einen Moment. Ja. Ich warte dann draußen, ja? Ja, komm. Das kann noch eine anstrengende Nacht werden. Früher war das alles kein Problem. Weißt du noch, wie wir damals nach meinem Physikum die ganze Nacht durchgemacht haben? Und dann sind wir am nächsten Morgen nonstop mit deinem alten Käfer nach Paris gefahren. Top. Dir scheint es aber auch nicht besonders gut zu gehen, mein Lieber. Hast du Alzheimer? Wieso? Es war Rom und nicht Paris und es war kein Volkswagen, sondern ein Deux-Chevaux. Ist auch egal. Das ist die Idee, du verreist. Du hast doch da unten das Engagement in Alexandria. Fahr hin und mach vorher noch etwas Urlaub. Das wird dir gut tun. Und es gibt zwei Menschen, die mich da begleiten sollten. Das ist etwas, was ich schon längst hätte in Ordnung bringen müssen. Doch nicht etwa Vera und Ruth. Hm?
Neue Passagierliste? Mhm. Wir kriegen einen Promi an Bord. Georg Kaspari. Der Pianist? Hey, du bist ja richtig kulturell gebildet. Na, hör mal, Kaspari. Der Kaspari. Kerstin, Lisa, was machst du denn hier? Hat dir schon wieder jemand die Reise spendiert? Na, keiner. Hat euch die Grußdirektorin das noch nicht erzählt? Nee. Ich habe mich beworben und arbeite jetzt. Als was, als Galeonsfigur? Haha. Grüß dich, ich bin der Martin vom Sportsteam. Ich bin die Lisa, hallo. Herzlich willkommen. Danke. Wo ist das Personal untergebracht? Ich bring dich hin. Komm. Bis später. Willkommen an Bord, Herr Kaspari. Ich bin Bernd Jensen, der Kapitän. Angel. Das ist Marlene Bobmann, unsere Großdirektorin. Ein begnadeter Schauspieler. Ja. Mir hat er einen Tag vor der Hochzeit einen Malaria-Anfall vorgespielt. Seine ewigen Bindungsängste. Und? Was hast du gemacht? Och, ich habe ihm gesagt, es gibt jetzt eine operative Methode. Ganz neu. Und dann bin ich zum Telefon, um einen Termin im OP zu arrangieren. Da war er wieder gesund. Ja. Trotzdem, wir sollten es nicht auf die leichte Schulter nehmen. Diesmal sah er wirklich schlecht aus. Ich werde versuchen, etwas herauszufinden. Es gibt da eine kleine Chance. Was für eine? Das möchte ich noch nicht sagen. Ich möchte nicht falsche Hoffnungen wecken. Florian! Also ich kann ihn nirgends finden. Hier ist er nicht. Schau doch mal da unten nach. Vielleicht hat er sich ja da versteckt. In der Ankerluke? Ja. Okay. Florian! Florian! Über Bord gesprungen ist er ja wohl nicht. Jetzt machen wir nicht gleich den Teufel an die Wand. Also hier ist er auch nicht. Wir haben ein ganz gutes Versteck für den blinden Passagier. Ich schau mal zum Vorschiff. So langsam mache ich mir jetzt aber echt Sorgen. Florian! Hier steckst du. Wir haben dich schon überall gesucht. Was ist denn los? Nun sag doch mal, was er gesagt hat. Naja, er hat gesagt, dass ich kein Talent habe. Und dass meine Karriere, wenn man das überhaupt so nennen kann, in der Pianobar enden wird. Das hat er bestimmt nicht gesagt. Und selbst wenn, dann ist es auch kein Grund, sich gleich vom nächsten Felsen zu stürzen. Kriegt doch sowieso kein anderer nach. Mann, Florian, davon geht doch die Welt nicht unter. Das, was du am Klavier kannst, das kannst du wirklich gut. Auch wenn es keine Klassik ist. Lisa, du hast einfach absolut keine Ahnung von Musik. Kümmere dich mal um deinen eigenen Scheiß, ja? Weißt du, was du bist? Ein kleiner, eingebildeter, arroganter Affe. Ich wollte dir nur ein bisschen helfen, ein bisschen Mut machen. Danke. Du warst gar nicht im Restaurant. Kein Hunger? Nicht so richtig. Hast du deine Frau erreicht? Nicht so richtig. Misstrauisch? Eventuell feindliche Übernahme. Hier. Jetzt hör mal, nur verfall nicht gleich in Panik, nur weil deine Frau im schwülen Dschungel mit ein paar Männern einen Dokumentarfilm dreht. Das ist ihr Job. Und wie weit muss ich gehen? Okay. Hallo, Herr
Kwiatkowski, schön, dass Sie es noch geschafft haben. Mein Gott, das war knapp, was? Alles perfekt. Herzlich willkommen. Danke. Danke. Das war knapp, was? Ja, vier Liter. Okay. Hi. Hallo, herzlich willkommen. Bringen Sie gleich zu Ihrer Kabine. Ja. Leinen los und Segel gesetzt, Kapitän. Da bin ich. Mensch, Kwiatkowski. Warum haben Sie mir in Berlin nicht erzählt, dass Sie mitfahren? Naja, sollte eine Überraschung werden, Kapitän. Ah, das ist Ihnen auch gelungen. Was macht mein Wagen? Na, läuft wie eine Eins. Na, wunderbar. Und schnurrt wie ein Kätzchen. Mhm. Übrigens, Kapitän, vielen Dank, dass Sie auf mich gewartet haben. Ich bin das Opfer eines übereifrigen Taxifahrers geworden. Kein Problem, Herr Kwiatkowski. Auf so wichtige Gäste wie Sie warten wir doch gerne. Tatsächlich? Das geht mir runter wie Öl. Marlene Krobmann, unsere Grußdirektorin. Aber hier an Bord genügt Marlene. Dann bin ich für Sie, für dich, ab jetzt an Bord der Axel. Ach, Kapitän, ich habe ein kleines Geschenk für Sie. Für mich? Ja. Mhm. Ah! Rolls-Royce, Continental, Baujahr 1913. 90 wurden gebaut, zwei gibt's noch. Einer davon gehört mir. Ja. Und ich muss jetzt gehen. Und jetzt ist er komplett, Kapitän. Mensch, Kwiatkowski. Neue Passagierliste? Mhm. Wir kriegen einen Promi an Bord. Georg Kaspari. Der Pianist? Hey, du bist ja richtig kulturell gebildet. Na, hör mal, Kaspari. Der Kaspari. Kerstin, Lisa, was machst du denn hier? Hat dir schon wieder jemand die Reise spendiert? Na, keiner. Hat euch die Grußdirektorin das noch nicht erzählt? Nee. Ich habe mich beworben und arbeite jetzt. Als was? Als Galeonsfigur? Haha. Grüß dich, ich bin der Martin vom Sportsteam. Ich bin die Lisa, hallo. Herzlich willkommen. Danke. Wo ist das Personal untergebracht? Ich bring dich hin. Komm. Bis später. Willkommen an Bord, Herr Kaspari. Ich bin Bernd Jensen, der Kapitän. Danke. Das ist Marlene Krobmann, unsere Großdirektorin. Ich freue mich sehr. Es ist eine große Ehre, dass Sie bei uns an Bord sind. Danke. Aber mir wäre es ganz recht, wenn man auf dem Schiff nicht zu viel Aufhebung mache. Entschuldigung, wo geht's denn hier zur Personalabteilung? Oh, sorry. Sehr schlimm? Natürlich ist es schlimm. Ich sollte nämlich eigentlich Klavier spielen. Dann bist du unser neuer Pianist? Ja, so ungefähr. Dann sind wir Kollegen. Ich bin Elisa. Ja, hallo. Florian. Geht schon wieder. Na, Gott sei Dank. Sagen Sie, ist Frau Lindau schon eingetroffen? Frau Dr. Oh. Vera Lindau. Frau Dr. Vera Lindau, 508 Nähne nicht da. Bitte geben Sie mir doch gleich Bescheid, wenn sie kommt. Und Frau Ruth Bach, ist sie da? Ruth Bach, die 504, auch noch nicht eingetroffen. Mhm. Gut, hören Sie, Frau Dr. Lindau ist Ärztin und das ist natürlich noch kein Problem. Und Frau Ruth Bach ist Leiterin einer Konzertagentur, was natürlich auch kein Problem ist. Natürlich, aber? Aber die eine Dame wohnt in München, die andere in Hamburg, hunderte von Kilometern auseinander. Soweit kriegen wir Sie hier natürlich nicht auseinander. Ich sehe, Sie haben mich verstanden.
plötzliches Aufeinandertreffen würde die beiden Damen überfordern. Verstehen Sie was von Musik? Noch einen Liter abgeben. Soll ich eine Faust machen? Mach eine Faust. Jetzt machst du wieder auf. Mhm. Und nochmal. Mhm. Wir haben schon angelegt. So, drück das eine Weile fest. Ruth wird sich um dich kümmern. Ich nehme an, dass dir das recht ist. Welches Krankenhaus ist es denn? Anwasadat Hospital. Und hat sie dir Blut abgenommen? Und wie? Sie will es in Alexandria untersuchen lassen. Erinnerst du dich? Ich habe es immer bei mir, egal wo ich bin. Ist das auch dein Glücksbringer? Oh ja, und ich habe ihn immer bei mir. Du schaffst es wirklich immer wieder. Was? Dass man dir nicht böse sein kann? Marlene, schau doch mal in Jaguar, Baujahr 1930, du. Dafür musst du ein Vermögen hinlernen. Ach, was sag ich denn? 10 Vermögen. Ach, lass mich in Ruhe mit deinen Ersatzteilen. Ersatzteile, das ist dein Yusuf mit einem Oldtimer. Wieso schauen wir uns den Wagen nicht mal an? So viel Zeit muss sein. Guten Tag. Hallo. Der Tag ist schön, aber Sie machen ihn auch schön. Vorsicht, so viele Komplimente bin ich nicht gewöhnt. Dieses Juwel wollte ich Ihnen zeigen. Was halten Sie davon? Ich bin begeistert. Wo haben Sie den denn her? Das ist eine lange Geschichte. Ursprünglich hat er Grace Kelly gehört. Echt? Grace Kelly? Hier hat sie immer gesessen. Ich habe noch nie einer Frau erlaubt, auf diesem Sitz Platz zu nehmen. Dieser Ort ist heilig. Aber heute mache ich eine Ausnahme. Da komme ich mir ja ganz komisch vor, Grace Kelly. Na, dann dreht schon eine Runde. Die Gelegenheit ist günstig. Na? Ich komme mir vor wie in Hollywood. Nicht verkratzen. Nur 45 Liter auf 100 Kilometer. Fantastisch. Du schaffst es wirklich immer wieder. Was? Dass man dir nicht böse sein kann? Marlene, schau doch mal in Jaguar, Baujahr 1930, du. Dafür musst du ein Vermögen hinlernen. Ach, was sag ich denn? 10 Vermögen. Ach, lass mich in Ruhe mit deinen Ersatzteilen. Ersatzteile, das ist dein Yusuf mit einem Oldtimer. Wieso schauen wir uns den Wagen nicht mal an? So viel Zeit muss sein. Guten Tag. Hallo. Der Tag ist schön, aber Sie machen ihn auch schön. Vorsicht, so viele Komplimente bin ich nicht gewöhnt. Dieses Juwel wollte ich Ihnen zeigen. Was halten Sie davon? Ich bin begeistert. Wo haben Sie den denn her? Das ist eine lange Geschichte. Ursprünglich hat er Grace Kelly gehört. Echt? Grace Kelly? Hier hat sie immer gesessen. Ich habe noch nie einer Frau erlaubt, auf diesem Sitz Platz zu nehmen. Dieser Ort ist heilig. Aber heute mache ich eine Ausnahme. Da komme ich mir ja ganz komisch vor, Grace Kelly. Na, dann dreht schon eine Runde. Die Gelegenheit ist günstig. Na? Ich
komme mir vor wie in Hollywood. Nicht verkratzen. Nur 45 Liter auf 100 Kilometer. Fantastisch. Läuft nicht ganz rund. Wir sollten jetzt langsam umdrehen. Die anderen warten bestimmt auf mich. Yusuf! Ich entführe Sie. Haben Sie das noch nicht bemerkt? Oh, wie romantisch. Das ist nicht Ihr Ernst, oder? Doch. Träumen davon nicht alle Mädchen? Ich bin kein Mädchen mehr. Und Sie müssen verrückt geworden sein. Bringen Sie mich jetzt bitte zurück zum Schiff. Ja, ich bin verrückt geworden, Marlene. Nach Ihnen. Was haben Sie vor? Es wird Ihnen nichts geschehen, was Sie nicht auch wollen. Ich werde Ihnen alles zu Füßen legen, was Sie sich auch wünschen. Merkwürdig, für eine kleine Spritztour dauert das ziemlich lang. Ja, stimmt das? Guten Morgen, Herr Kaspari. Nein, ich bin dabei. Wo kommst denn du her? Ich habe verschlafen. Beneidenswert. Schläfst du immer noch wie ein Kind, so wie früher? Also was ist? Können wir den Ausflug nach Kairo machen? Das ist eine gute Idee. Ja. Ich beeil mich. Alles in Ordnung? Ja, Frau Doktor, das Schiff schwankt doch nur. Ja, aber du auch ganz schön. Sie. Ich habe sie schon überall gesucht. Was ist denn mit Ihnen passiert? Wollen Sie sich Kairo etwa entgehen lassen? Ich dachte, wir machen einen gemeinsamen Ausflug. Ja, ich habe Migräne, schöne Frau. Danke fürs Kompliment. Aber geben Sie sich doch mal einen Ruck. Rumhängen können Sie auch zu Hause. Außerdem habe ich eine Überraschung für Sie. Tatsächlich? Mhm. Was ist es denn? Sag ich nicht, sonst ist es doch keine Überraschung mehr. Da haben Sie allerdings recht. Geben Sie mir 2 Minuten. Okay. Moment. Mach mal weiter. Yusuf? Yusuf! Sie gehen schon von Bord? Ich hab gedacht, Sie bleiben eine Woche. Ich habe unerwartet geschäftlich zu tun. Leider. Aber vielleicht sehen wir uns bald mal wieder. Ja, vielleicht. Warum nicht gleich heute? Mein Chauffeur holt sie ab. Einverstanden. Wiedersehen. Wenn ich keine Ersatzteile mehr finde, rufe ich Sie an. Kapitän? Das muss jetzt Frau Bach sein. Frau Bach? Ja? Herzlich willkommen an Bord. Ich bin Marlene, Ihre Cruise-Direktorin. Und das ist der Captain. Hallo. Schön, dass Sie es doch noch geschafft haben, Frau Bach. Herr Kaspari wird sich freuen. Wo steckt er denn? Er ist, Der ist mit den anderen nach Kairo gefahren. Macht dort einen kleinen Ausflug. Typisch, George. Erst bekniet er mich, dass ich mitkomme. Ich wirble wie ein Derwisch, mache mehrere Airlines. Und ich habe jetzt wirklich keine. Zeit ist wie der Sand in der Wüste, der durch unsere Hände rennt. Was wir nicht festhalten, verweht der Wind. Ich. Guten Appetit. Mozart, alle Drucker. Ja. Der spielt es etwas zu schnell. Doch, er ist jung. Du hast es früher auch gespielt. Ja, wie kannst du sowas haben? Ja, als wir uns kennengelernt haben. Ach komm, lass uns draußen ein bisschen die Seeluft genießen.
Ich will Klassik spielen. Und nicht in irgendwelchen Bars rumklimpern, damit die Leute mehr trinken. Aber jetzt ist die Chance da. Wieso? Das ist Georg Kaspari, der da gerade in die Bar kam. Ja und? Wer soll das sein? Elisa, Kaspari. Das ist einer der besten Pianisten der Welt. Wenn ich dem vorspielen könnte. Verstehe. Aber mach das bloß nicht während der Arbeitszeit, da kannst du richtig Ärger kriegen. Wir müssen einen richtig guten Moment außerhalb abpassen. Wir, oder was? Klar, ich helf dir. Hey, hier steckt ihr! Na toll! Ich hab gedacht, ihr habt Dienst. Ja, das haben wir eigentlich auch. Aber hier, Elisa ist ein bisschen seekrank geworden. Und es geht schon wieder. Märchenstunde ist von 9 bis 10 am Vorderdeck. Haben Sie gerade jemandem die letzte Ehre erwiesen? Kann man so sagen, ja. Karin, meine Frau. Oh, mein aufrichtiges Beileid. Wie alt war sie denn? Jung. Viel zu jung. Wissen Sie, wenn jemand von uns geht, dann bedeutet das noch nicht, dass es zu Ende ist. Ich in Bars rumklimpern, damit die Leute mehr trinken. Aber jetzt ist die Chance da. Wieso? Das ist Georg Kaspari, der da gerade in die Bar kam. Ja und? Wer soll das sein? Elisa, Kaspari. Das ist einer der besten Pianisten der Welt. Wenn ich dem vorspielen könnte. Verstehe. Aber mach das bloß nicht während der Arbeitszeit, da kannst du richtig Ärger kriegen. Wir müssen einen richtig guten Moment außerhalb abpassen. Wir, oder was? Klar, ich helf dir. Hey, hier steckt ihr! Na toll! Ich hab gedacht, ihr habt Dienst. Ja, das haben wir eigentlich auch. Aber hier, Elisa ist ein bisschen seekrank geworden. Und es geht schon wieder. Märchenstunde ist von 9 bis 10 am Vorderdeck. Haben Sie gerade jemandem die letzte Ehre erwiesen? Kann man so sagen, ja. Karin, meine Frau. Oh, mein aufrichtiges Beileid. Wie alt war sie denn? Jung. Viel zu jung. Wissen Sie, wenn jemand von uns geht, dann bedeutet das noch nicht, dass es zu Ende ist. Das haben Sie jetzt aber schön gesagt. Meine Karin, die hat es auch mit der Esoterik. Wiedergeburt und so. Wissen Sie, sie hat geglaubt, wenn jemand stirbt und der Tote hat noch einen letzten Wunsch, dann schwebt der Astralleib so lange umher, bis dieser letzte Wunsch erfüllt ist. Und Karins großer Wunsch war das mit dem Wüstensand auf dem Grab. Haben Sie das Gefühl, dass sie jetzt bei uns ist? Ja. Ich glaube schon. Rolls-Royce. Baujahr 1913. 90 davon wurden angefertigt. Zwei davon gibt's noch. Einer davon gehört mir. Der andere mir. Was? Guck mal da unten nach. Vielleicht hat er sich ja da versteckt. In der Ankerluke? Ja,
Okay. Florian! Florian! Über Bord gesprungen ist er ja wohl nicht. Jetzt machen wir nicht gleich den Teufel an die Wand. Also hier ist er auch nicht. Wir haben ein ganz gutes Versteck für den blinden Passagier. Ich schau mal zum Vorschiff. So langsam mache ich mir jetzt aber echt Sorgen. Florian? Hier steckst du. Wir haben dich schon überall gesucht. Was ist denn los? Nun sag doch mal, was er gesagt hat. Naja, er hat gesagt, dass ich kein Talent habe. Und dass meine Karriere, wenn man es überhaupt so nennen kann, in der Pianobar enden wird. Das hat er bestimmt nicht gesagt. Und selbst wenn, dann ist es auch kein Grund, sich gleich vom nächsten Felsen zu stürzen. Kriegt doch sowieso keiner danach. Mann, Florian, davon geht doch die Welt nicht unter. Das, was du am Klavier kannst, das kannst du wirklich gut. Auch wenn es keine Klassik ist. Lisa, du hast einfach absolut keine Ahnung von Musik. Kümmere dich mal um deinen eigenen Scheiß, ja? Weißt du, was du bist? Ein kleiner, eingebildeter, arroganter Affe. Ich wollte dir nur ein bisschen helfen, ein bisschen Mut machen. Danke. Du warst gar nicht im Restaurant. Kein Hunger? Nicht so richtig. Hast du deine Frau erreicht? Nicht so richtig. Misstrauisch? Eventuell feindliche Übernahme. Hier. Jetzt hör mal, nur verfall nicht gleich in Panik, nur weil deine Frau im schwülen Dschungel mit ein paar Männern einen Dokumentarfilm dreht. Das ist ihr Job. Wenn sie mich verlässt, wärst du dann einverstanden, dass ich dich heirate? Als Ersatz? Nee. Außerdem habe ich noch ein anderes spannendes Angebot. Wen? Der Märchenprinz. Für einen Todkranken bist du aber wirklich schnell wieder auf den Beinen. Lazarus. Ja, merkwürdig. Seit unserem Gespräch fühlt es sich schon viel besser an, wirklich. Oder bin ich doch ein Hypochonder? Vielleicht war alles nur psychisch. Warten wir es ab. Da muss der Sand dann rein. In dieses kleine Kästchen hier. George Caspari gesprochen habe, den habe ich nämlich neulich in der Talkshow gesehen. Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass er bei uns an Bord ist. Nicht? Also ich hätte schwören können. Schade. Schade eigentlich. Ist das alles? Hast du keinen Appetit? Ich weiß auch nicht. Dabei sagt man doch, Seeluft macht hungrig. Dieser Blick von dir, das ist doch irgendwas. Du glaubst mal wieder, dass es mit dir zu Ende geht. Bin ich wirklich ein Hypochonder? Du? Du bist doch der Sohn des Erfinders. Vera, ich muss dir etwas sagen. Wenn wir in Suez sind, dann... Aber lass uns vorher noch einmal anstoßen. Auf eine gute Reise. Oh, Entschuldigung. Nein, also sowas. Ungeschickt, da geht's. Ja, wir hätten Weißwein bestellen sollen. Kein Problem. Das mache ich gleich. Danke. Lisa, kommst bitte. Ja. Ich geh mich umziehen. Ja, bis nachher. Ach, irgendwie läuft alles schief. Was soll ich nur machen? Da kann ich Ihnen wohl schlecht raten, dazu weiß ich zu wenig. Also, mit Frau Dr. Lindau und mit Frau Bach, also ich war mit beiden verheiratet. Und ich muss unbedingt etwas wieder in Ordnung bringen, aber jetzt, Frau Bach kommt womöglich überhaupt nicht.
Und wie stehen die beiden zueinander? Sie hassen sich. Oh. Hallo. Oh. Sind Sie mit Ihrer Kabine zufrieden? Mein Glück wäre vollkommen, wenn ich Sie an meinen Tisch bitten dürfte, um dieses kulinarische Erlebnis mit mir zu teilen. Es geht leider nicht. Ich habe noch zu tun. Ich weiß, die Deutschen und der ewige Kampf zwischen Pflicht und Neigung. Lassen Sie sich gehen. Ich bitte Sie, schenken Sie mir nur eine Minute. Ich werde jede Sekunde wie eine Ewigkeit genießen. Für mich bleibt die Zeit aber leider nicht stehen. Und ich habe jetzt wirklich keine. Zeit ist wie der Sand in der Wüste, der durch unsere Hände rennt. Was wir nicht festhalten, verweht der Wind. Ich... Guten Appetit. Bevor der Verstorbene es betreten durfte, musste er vor den toten Gott Osiris treten und ein Bekenntnis ablegen. Ja, ich habe davon gehört, aber ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Gut, und wie lautet das? Ich habe den Menschen kein Unrecht getan, ich habe keine Tiere gequält, ich habe niemanden... Ich habe niemanden bei seinen Vorgesetzten verleumdet, ich habe keine Schmerzen verursacht, ich habe keine Tränen fließen lassen. Ich habe nicht getötet und nicht befohlen zu töten. Was ich getan habe, kann man nicht rückgängig machen. Ich kann euch nur um Verzeihung bitten und hoffen, dass ihr miteinander klarkommt und vielleicht auch mit mir. Also gut, George. Wenn dich das so bewegt, dann biete ich Ruth an, das Kriegsbeil zu begraben. Ist vielleicht auch besser so. Na gut. Ich nehme dein Angebot an. Meint ihr das wirklich ernst? Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie dankbar ich euch bin. Drei Kaffee! Darf ich mich zu Ihnen setzen? Ja, bitte. Junger Mann, es hat keinen Zweck, um den heißen Brei herumzureden. In gewissen Dingen muss man gleich sagen, was Sache ist. Also, technisch scheinen Sie ja sehr versiert zu sein. Sie haben sicher viel geübt. Aber es gibt etwas, das man nicht lernen kann. Etwas, das einem, wie sagt man doch so schön, der liebe Gott in die Wiege gelegt hat. Talent, hä? Nein, nein, Talent haben Sie. Aber irgendetwas fehlt. Sind Sie sicher, dass die Klassik Ihre Welt ist? Also bis vorhin war ich das zumindest. Ich habe Sie in der Piano-Bar spielen hören. Das hat mir ehrlich gesagt sehr viel besser gefallen. Könnte es nicht vielleicht sein, dass da Ihr wahres Talent liegt? Ich möchte Sie nicht entmutigen, keineswegs. Ich möchte nur, dass Sie sich... Danke, ich habe Sie schon verstanden. So warten Sie doch. Florian, was hat er denn gesagt? Wart doch mal! Warum bist du mir gegenüber eigentlich immer so abweisend gewesen? Wenn, dann hätte ich doch allen Grund dazu gehabt. Nach dem, was damals vorgefallen ist. Du denkst also immer noch, ich habe ihn dir weggenommen, um meine Karriere als Agentin voranzutreiben und dass ich ihn gar nicht geliebt habe. Und du? Du hast doch geglaubt, dass ich nicht wollte, dass er berühmt wird, weil ich Angst hatte, ihn dann zu verlieren. War es nicht so? Oh, welcome. Very Hello. Nice. Yeah, very nice. Good oh, yeah. Price. Yeah. Very nice. Yeah, very nice. Good price. Come on, have a look. Thank you. Come on. Hello, welcome. Yes, very nice, good price. May I try? Yes, of course. Vera? Vera? Oh, very nice. For Queen of Cairo. Oh, very thank nice. You. Yeah, like yeah, good. Yes? Yeah. Yeah. Very nice. So maybe. Gut. Das gibt's doch nicht. Du in Kairo? Ich bin mit George unterwegs. Mit George? Soll das ein Witz sein? Wo ist die Pointe? George hat mich eingeladen. Das gibt's nicht. Ich bin noch mit ihm auf dem Schiff, seit Sharm el-Sheikh. Was hast du?
hat er sich denn dabei gedacht? Er ist verrückt geworden. Naja, ist ja auch egal, was er sich dabei gedacht hat. Ich werde jedenfalls nicht mit dir auf eine Ferienreise gehen. Ich auch nicht. Wenn du doch nicht meinst, der mich angeblich sehen muss, weil er sich sonst irgendwas antut. Peinlich. Einfach peinlich. Aber das wird er mir büßen. Darauf kann er sich verlassen. Auf eine andere Ex von ihm zu treffen, die auch noch die Stirn hat, im gleichen Kleid vor mir aufzutauchen. Mit der frohen Botschaft, dass unser Tastenweltmeister sich einen flotten Dreier gönnen möchte. Nein, das brauche ich nicht. Da bleibe ich lieber in Hartmut, lege mich unter die grüne Sonne und esse Dattel. Weißt du was? Du solltest dir das patentieren lassen, dieses drauf losgequatscht, ohne Luft zu holen. Aber ich kann mir auch was Schöneres vorstellen. Ich nehme den nächsten Flieger nach Deutschland. Ja, das werde ich auch tun. Da bist du ja. Hello, my friend. Everything okay? Was? Was? Weißt du, was du bist? Du bist. Ach, mir fehlen einfach die Worte. Was hast du? Unmöglich. Oh, oh mein Gott. Geistern verlassen. Das ist nämlich. Ich reise ab. Ja, zwar fortissimo. Ich hätte es euch doch gleich gesagt, sobald sich auf dem Schiff nur eine Gelegenheit geboten hätte. Any problem? Big problem. Gib mir die Money. Gib mir die Money. Ist das alles für mich? Selbstverständlich. Deswegen habe ich das Schiff früher verlassen. Sie sind eine schöne und mutige Frau. Und Sie reiten wie eine Amazone. Die Amazonen waren Kriegerinnen und duldeten keine Männer in ihrem Leben. Nur wenn es notwendig war, für Nachwuchs zu sorgen. Stimmt. Ist nicht leicht, einen Mann zu finden, bei dem man bleiben möchte. Manchmal ist das Glück sehr nahe. Man sieht es nicht. Wenn es überhaupt gibt. Oder vielleicht war es dann doch nur eine Fata Morgana. Man muss es immer wieder versuchen. Ja? Ja. Marlene, es wäre mir eine große Ehre, Sie in mein Haus einladen zu dürfen. Das ist wirklich sehr freundlich. Es geht nicht. Ich muss zurück aufs Schiff. Kommen Sie. Und Sie werden sehen, dass Tausend und eine Nacht nicht nur ein Märchen ist. Yusuf, ich würde wirklich gern. Was geht? Willst du jetzt hier eigentlich den ganzen Tag abhängen? Mal sehen. Hast du eigentlich auch mal was anderes als Musik in deinem Kopf? Wie sieht's mit Sport aus? Sport ist Mord. Aber braucht man als Musiker nicht auch eine gewisse Kondition? Also für dich reicht's auf jeden Fall. Madame. Los! Fehlstart! Ich würde mal sagen, ich habe gewonnen. Ja, und ich muss jetzt gepflegt werden. Das wackelt ja furchtbar. Deshalb nennt man sie auch Wüstenschiffe. Aha.
Bitte. Das ist doch besser als die Erklärung. Es geht nicht mal. Okay, gut. Ich hatte doch recht. Es ist Kaspar. Ich wäre aber gern dabei gewesen. Besser nicht, wir haben ganz schön was weggepichelt. Ihr habt's aber überlebt. Knapp. George, ist dir nicht gut? Ja, es ist. Es geht schon wieder besser. Was hat er denn? Hast du Schmerzen in der Brust? Nein, nein, überhaupt nicht. Mir war nur auf einmal schwindelig. Spiel doch nicht den Helden, sag, was los ist. George, was ist mit deiner Hand? Gestern konntest du kaum ein Glas in der Hand halten. Willkommen an Bord, Herr Kaspari. Ich bin Bernd Jensen, der Kapitän. Angenehm. Das ist Marlene Bobmann, unsere Großdirektorin. Ich freue mich sehr. Es ist eine große Ehre, dass Sie bei uns an Bord sind. Danke. Aber mir wäre es ganz recht, wenn man auf dem Schiff nicht zu viel Aufheben zu machen. Entschuldigung, wo geht's denn hier zur Personalabteilung? Oh, sorry. Sehr schlimm? Natürlich ist es schlimm. Ich sollte nämlich eigentlich Klavier spielen. Dann bist du unser neuer Pianist? Ja, so ungefähr. Dann sind wir Kollegen. Ich bin Elisa. Ja, hallo. Florian. Geht schon wieder. Na, Gott sei Dank. Sagen Sie, ist Frau Lindau schon eingetroffen? Frau Dr. Vera Lindau. Frau Dr. Vera Lindau, 508. Nee, noch nicht da. Bitte geben Sie mir doch gleich Bescheid, wenn sie kommt. Und Frau Ruth Bach, ist sie da? Ruth Bach, die 504, auch noch nicht eingetroffen. Mhm. Gut, hören Sie, Frau Dr. Lindau ist Ärztin und das ist natürlich noch kein Problem. Und Frau Ruth Bach ist Leiterin einer Konzertagentur, was natürlich auch kein Problem ist. Natürlich, aber? Aber die eine Dame wohnt in München, die andere in Hamburg, hunderte von Kilometern auseinander. So weit kriegen wir Sie hier natürlich nicht auseinander. Ich sehe, Sie haben mich verstanden. Ein plötzliches Aufeinandertreffen würde die beiden Damen überfordern. Verstehen Sie was von Musik? Etwas. Also gut, nicht presto, langsamer, behutsamer, mehr so moderato cantabile. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Andante, ich werde sehen, was ich machen kann. Ihre Kabine. Mhm.
Willkommen an Bord. Sie sind Frau... Lindau. Vera Lindau. Hallo. Und Sie sind der Kapitän Bernd Jensen. Ja, also das kommt nicht oft vor, dass die Gäste meinen Namen wissen. Ich informiere mich immer gern, in wessen Hände ich mein Schicksal lege. Ach, das ist mein Papagei, wem gehört denn das? Das ist mein bestes Stück. Was hat man Ihnen denn erzählt? Als Ärztin bin ich an die Schweigepflicht gebunden. Nur Gutes, nur Gutes. Vera? George. Mein Gott, George, weißt du noch, wann wir uns das letzte Mal gesehen haben? Ich weiß, ich weiß. Ich hab dich vernachlässigt. Das hast du sehr diplomatisch ausgedrückt. George, ist dir nicht gut? Ja, es ist. Es geht schon wieder besser. Was hat er denn? Hast du Schmerzen in der Brust? Nein, nein, überhaupt nicht. Mir war nur auf einmal schwindelig. Spiel doch nicht den Helden, sag, was los ist. George, was ist mit deiner Hand? Gestern konntest du kaum ein Glas in der Hand halten. Vorhin hast du aufgehört zu spielen. Was ist mit dir, George? Nun gut. Ich bin bei Andreas in Behandlung. Dr. Beerwald? Ja. Womöglich ist es der Beginn. Multiple Sklerose. Mein Gott. Hat er eine Liquorpunktion gemacht? Ja, das Ergebnis liegt noch nicht vor. Aber die Symptome sind eindeutig. Kribbeln, Taubheit und seit kurzem sehe ich manchmal alles doppelt. Wann fing es an? Seit meinem Konzert in Freiburg vor ein paar Wochen. Tut mir leid. Mit dem Klavierkonzert in Alexandria, das wird wohl nichts. Ich glaube, Berlin war meine Abschiedsvorstellung. Ich habe euch hierher gelotst, weil ich euch etwas Gutes tun wollte. Ich wollte euch um Verzeihung bitten. Und Ägypten, dachte ich. Ist doch ein ganz hübscher Ort dafür. Und nun, George? Ihr wisst doch, kein anderes Volk hat sich mit dem Leben nach dem Tod so beschäftigt wie die alten Ägypter. Eine Sache daran hat mich schon früh beschäftigt. Das sogenannte Gefilde der Seligen. Ja, und was hat's damit auf sich? Bevor der Verstorbene es betreten durfte, musste er vor den toten Gott Osiris treten und ein Bekenntnis ablegen. Ja, ich habe davon gehört, aber ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Gut, und wie lautet das? Ich habe den Menschen kein Unrecht getan, ich habe keine Tiere gequält, ich habe niemanden... Ich habe niemanden bei seinen Vorgesetzten verleumdet, ich habe keine Schmerzen verursacht, ich habe keine Tränen fließen lassen. Na ja. Ich habe nicht getötet und nicht befohlen. Zu töten. Was ich getan habe, kann man nicht rückgängig machen. Ich kann euch nur um Verzeihung bitten und hoffen, dass ihr miteinander klarkommt und vielleicht auch mit mir. Also gut, George. Gleich Bescheid, wenn sie kommt. Und Frau Ruth Bach, ist sie da? Ruth Bach, die 504, auch noch nicht eingetroffen. Mhm. Gut, hören Sie, Frau Dr. Lindau ist Ärztin und das ist natürlich noch kein Problem. Und Frau Ruth Bach ist Leiterin einer Konzertagentur, was natürlich auch kein Problem ist. Natürlich, aber? Aber die eine Dame wohnt in München, die andere in Hamburg, hunderte von Kilometern auseinander. So weit kriegen wir sie hier natürlich nicht auseinander. Ich sehe, Sie haben mich verstanden. Ein plötzliches Aufeinandertreffen würde die beiden Damen überfordern. Verstehen Sie was von Musik? Etwas. Also gut. Nicht presto, langsamer, behutsamer. Mehr so moderato cantabile. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Andante. Ich werde sehen, was ich machen kann. Ihre Kabine.
willkommen an Bord. Sie sind Frau... Lindau. Vera Lindau. Hallo. Und Sie sind der Kapitän Bernd Jensen. Ja, also das kommt nicht oft vor, dass die Gäste meinen Namen wissen. Ich informiere mich immer gern, in wessen Hände ich mein Schicksal lege. Ach, das ist mein Papagei, wem gehört denn das? Das ist mein bestes Stück. Was hat man Ihnen denn erzählt? Als Ärztin bin ich an die Schweigepflicht gebunden. Nur Gutes, nur Gutes. Vera? George. Mein Gott, George, weißt du noch, wann wir uns das letzte Mal gesehen haben? Ich weiß, ich weiß. Sehr diplomatisch ausgedrückt. Ich verzeih dir. Aber nur, wenn du dich ab sofort besserst. Hoch und heilig. Na, wie findest du es? Das ist wunderbar. Das ist einfach wunderbar. Ich war noch nie auf so einem großen Segelschiff. Oh, you must be Mr. Yusuf Arazi. I am indeed. Welcome on board. You speak excellent English. I, on the other hand, can also speak Deutsch. Ich habe nämlich einige Zeit in Heidelberg verbracht. Oh, as you like it. Sehr gerne. Eine schöne deutsche Stadt mit wunderschönen Frauen. Wie ich sehe, gibt es auch hier wundervolle Frauen. Sehr charmant. Sie haben die eigene Suite gebucht. Marlene, Marlene, schau doch mal ein Jaguar, Baujahr 1930, du, dafür musst du ein Vermögen hinlernen. Ach, was sag ich denn, 10 Vermögen. Ach, lass mich in Ruhe mit deinen Ersatzteilen. Ersatzteile, das ist dein Yusuf mit einem Oldtimer. Wieso schauen wir uns den Wagen nicht mal an? So viel Zeit muss sein. Guten Tag. Hallo. Der Tag ist schön, aber Sie machen ihn noch schöner. Vorsicht. So viele Komplimente bin ich nicht gewöhnt. Dieses Juwel wollte ich Ihnen zeigen. Was halten Sie davon? Ich bin begeistert. Wo haben Sie den denn her? Das ist eine lange Geschichte. Ursprünglich hat er Grace Kelly gehört. Echt? Grace Kelly? Hier hat sie immer gesessen. Ich habe noch nie einer Frau erlaubt, auf diesem Sitz Platz zu nehmen. Dieser Ort ist heilig. Aber heute mache ich eine Ausnahme. Da komme ich mir ja ganz komisch vor, Grace Kelly. Ja, dann dreht schon eine Runde. Die Gelegenheit ist günstig. Na? Ich komme mir vor wie in Hollywood. Nicht verkratzen. Nur 45 Liter auf 100 Kilometer. Fantastisch. Läuft nicht ganz rund. Wir sollten jetzt langsam umdrehen. Die anderen warten bestimmt auf mich. Yusuf. Ich entführe Sie. Haben Sie das noch nicht bemerkt? Oh, wie romantisch. Das ist nicht Ihr Ernst, oder? Doch. Träumen davon nicht alle Mädchen? Ich bin kein Mädchen mehr. Und Sie müssen verrückt geworden sein. Bringen Sie mich jetzt bitte zurück zum Schiff. Ja, ich bin verrückt geworden, Marlene. Nach Ihnen. Was haben Sie vor? Es wird Ihnen nichts geschehen, was Sie nicht auch wollen. Ich werde Ihnen alles zu Füßen legen, was Sie sich auch wünschen. Merkwürdig, für eine kleine Spritztour dauert das ziemlich lang. Da stimmt etwas nicht. Ah. Ich kümmere mich drum, ich gehe mal von Bord. Okay.